Was geht ab? Ich bin Weekend. Ich darf heute bei 42 Grad in Berlin mit dem Diffus-Magazin sprechen. Ich freue mich und bin der durchgeschwitzteste Mensch der Welt. Es wird gut. Ich habe mich entschieden, ab jetzt mein eigenes Label zu sein, weil ich irgendwie immer schon alles selbst in die Hand genommen habe. Ich habe in den letzten Jahren, auch als ich bei der Plattenfirma war, irgendwie jeden kleinsten Schritt selbst übernehmen müssen. Das lag tatsächlich dann einfach an mir. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwie so eine Kontrollsucht oder sowas. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich sehr viele Dinge von Labelarbeit einfach mich geweigert habe, das Label zu machen. Und dann war es jetzt einfach sinnvoll und konsequent, selbst Label zu sein. Aber das gibt da keine Zerwürfnisse oder so mit Chimperator. Ganz im Gegenteil, das war so ein bisschen das Herzbluten, dass man dann halt irgendwie auch die Leute drumherum weniger sieht jetzt. Ja, ich hatte tatsächlich, glaube ich, so vor diesem Album, nach dem letzten Album, das erste Mal so in meiner Schaffenszeit sowas wie so eine künstlerische Krise, oder vielleicht ist das auch tatsächlich falsch ausgedrückt, sondern ich habe mir dann so erlaubt, einfach eine Pause zu machen, als mir aufgefallen ist, dass das keinen Sinn macht, jetzt Dinge zu erzwingen, und habe so gemerkt, ich will mich mal neu orientieren, ich weiß aber noch nicht so richtig, wohin, und habe dann so ein paar Entscheidungen einfach getroffen und dann ging das wieder und das hat dann wieder voll Spaß gemacht und ich bin gerade irgendwie in so einem, meine Platte ist fertig, ich habe zwar nicht geschlafen, aber ich habe voll Bock, Montag wieder ins Studio zu gehen irgendwie. Ich arbeite nach wie vor jetzt seit über 2 Jahren wieder als Sozialarbeiter, das ist mein Job, das habe ich studiert, ich habe da lange gearbeitet, ich habe dann irgendwann lange von Musik nur noch gelebt und jetzt mache ich beides, also das Ja zu dem sozialen Beruf ist kein Nein zur Musik. Ich möchte aber tatsächlich, glaube ich, nicht mehr nur Musik machen. Das ist gar kein Geldding, sondern das ist so ein Inspirationsding. Wenn ich den ganzen Tag bei mir in der Bude sitze irgendwie und nur über Musik nachdenke, dann ist mein Horizont voll klein. Ich habe es irgendwann einfach nicht mehr geschafft, so über den Tellerrand zu gucken. Als Sozialarbeiter beschäftige ich mich halt dann nicht mit mir. Wenn wir hier gerade sitzen, reden wir über mich. Das ist auf jeden Fall voll wichtig, auch mal bei anderen Leuten zu sein. Irgendwie, das ist für mich wichtig. Ich habe dann Ende 2018, hat Frieder, also mein Produzent Friedrich van Zandt, mich ins Studio gesetzt. Und ich habe zum ersten Mal ein paar Tage am Stück einfach mit jemandem Musik im Studio gemacht. So habe ich vorher nie geschrieben. Und das kam schon irgendwie von ihm. Das entwickelt eine ganz andere Energie, wenn man einfach zu zweit im Studio sitzt. Ich habe eine Textidee, er kann vom Beat irgendwie drauf eingehen. Und wir spielen uns gegenseitig den Ball zu. Und in der Theorie war mir das immer bewusst, dass so eine Art von Arbeit einfach, ja, sehr befruchtend ist. Aber das hat halt nie funktioniert, weil ich mit meinem Produzenten nie in der gleichen Stadt saß. Und das ist so das erste Mal gewesen. Also ich finde einmal, dass es auf dem Album auf jeden Fall soundtechnischen einen Faden gibt. Nicht irgendwie, dass wir jetzt immer die gleichen Instrumente benutzen würden oder sowas. Aber ich finde einfach, dass das dadurch, dass das aus einer Hand produziert ist, einfach komplett sich wie so ein Werk anfühlt irgendwie, wo die Songs zusammengehören. Und ich habe halt thematisch, glaube ich, einen großen Komplex aufgemacht, den ich vorher nicht behandelt habe. Nämlich so dieses ganze Thema Männlichkeit und aber auch so persönliche Stärke. Wie gehe ich mit Punkten in meinem Leben, in meiner Biografie um, wo ich in Konflikten mit anderen war, wo ich irgendwie Druck verspürt habe? Wie kann man sich durchsetzen in Gruppen von Männern? Wo wird man irgendwie untergebuttert? Und ich habe, glaube ich, vorher immer versucht, meine Schwächen zu einer Stärke zu machen und so ein Rap-Alter-Ego zu haben, wo ich so über den Dingen stehe und so einfach eine starke Person bin. Und ich glaube, auf dem Album ist mir das ganz gut gelungen, offen über Momente zu sprechen, in denen ich mich irgendwie schwach oder unwohl gefühlt habe oder sowas. Und ich finde, das ist halt eine krasse Stärke einfach von der Platte, ohne dass die jetzt irgendwie, also ich hoffe es zumindest, ohne dass die besonders schwer ist. Ich glaube, da ist uns ein guter Spagat irgendwie gelungen. Ich habe mich oft über Rap geärgert irgendwie eine Zeit lang. Also auch so, ach, warum jetzt der und nicht der? Der ist doch viel cooler. Oder der spielt so eine krasse Tour. Der irgendwie, keine Ahnung, würde schon sagen, dass ich eigentlich immer ein Hater war irgendwie. Und ich habe oft so ein Schamgefühl gehabt für, oh Gott, die Rap-Szene. Und wenn man irgendwo sagt, man ist Rapper, dann habe ich so gedacht, da passieren so komische Dinge. Und inzwischen finde ich,
Rap ist ja so groß geworden, ich habe nichts mehr mit so bestimmten Bubbles irgendwie zu tun von Musik, ich kriege das gar nicht mit. Es gibt zum Teil irgendwie Newcomer, die sind Megastars irgendwie und ich weiß gar nicht, dass es die gibt. Und das ist für mich inzwischen so okay, ich habe so losgelassen. So kommerziell erfolgreicher Rap ist ja so das neue Deutschland sucht den Superstar oder Popstars oder sonst was. Das ist so der große Mainstream und es ist okay, damit nichts zu tun zu haben. Das Internet ist ja einfach die Gesellschaft, also so... Da findet halt alles statt, was vorher halt, keine Ahnung, hinter verschlossenen Türen in den Wohnungen der Leute eh schon stattgefunden hat. Ja, aber es ist trotzdem krass irgendwie, weil man dadurch halt einen Zugang, einen sehr niedrigschwelligen Zugang zu Gesellschaftsschichten hat oder zu Menschen mit Meinungen hat, wo man so im Alltag einfach keinen Berührungspunkt hat. Ich glaube, dass diese Bubbles eigentlich kein Thema des Internets nur sind, sondern ich glaube, dass es das vorher auch gegeben hat, dass, keine Ahnung, 1970 ohne Internet auch die Leute sich in bestimmten Bubbles, Gesellschaftsschichten oder sonst was zusammengeschlossen haben. Heute wird das Ganze halt an so einen öffentlichen Ort getragen. Ich glaube halt, dass man sich dem Future Christoph nähert, aber der Future Christoph läuft dann halt auch weg. So funktionieren wir, glaube ich, dass wir unsere Ziele und unsere Wunschvorstellungen ja dann auch immer anpassen. Umgekehrt, wenn bestimmte Dinge nicht mehr so gut funktionieren, wie man das gewohnt ist, in der Corona-Zeit hat man ja auch seine Wünsche und Ziele irgendwie plötzlich sehr krass angepasst und war wieder dazu in der Lage zu sagen, boah, ich möchte nur mal meine Freunde sehen. Ein Gut, das man vorher für selbstverständlich gehalten hat. Ja, so ähnlich ist das, finde ich, auch so mit diesen Zielen, die man dann für sich selbst und für seine eigene Charakterentwicklung irgendwie so steckt. Ich habe lang mit mir irgendwie auch immer gekämpft, wenn ich Musik veröffentlicht habe, mich so in die Öffentlichkeit zu stellen. Also, es war nie so krass einfach für mich. Das gelingt mir gerade sehr gut, damit umzugehen. Und ich finde es ein gutes Gefühl, Musik rauszubringen. Und dann setze ich aber meine Ziele wieder so, boah, ich möchte dann noch mehr Rampensau sein. Und Rampensau ist eigentlich gar nicht so mein Typ. Das bin ich eigentlich gar nicht so. Aber das ist so ein Ideal von mir. Und je mehr ich es werde, desto noch mehr möchte ich es auch sein. Genau, darum jag ich da so ein perfektes Bild von mir und passe es dann aber auch an, damit man immer noch Ziele im Leben hat. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nach der Platte nicht noch mal das so abreißen lasse und dass ich wirklich einfach Musik rausbringe. In Zukunft. Man fällt nach so einem Album gerne in so ein Loch und mein persönliches Ziel ist es, damit gut umzugehen, nach dem Album einfach weiter im Studio zu sein, schnell Musik zu schreiben, schnell Musik weiter zu veröffentlichen und da gar nicht irgendwie in so einen komischen Strudel zu kommen. Aktuell sieht es aber auch ganz gut aus, als würde ich dieses Ziel dann doch vielleicht erreichen können.